Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Elex. Wir machen uns jetzt auf die. Auf die Laufschritte? Nein, auf. Wir machen uns jetzt auf zur Insel. Ja, das hat ja jetzt nicht viel gebracht, aber egal. Kaya, was jagt uns da? Oh, ein Typ! Ein Typ hat uns gejagt. Ich dachte, irgendwelche Viecher. Diese ganzen Bauwerke sind so instabil. Besser, wir halten die Augen auf, bevor wir unter einem Stahlträger begraben werden. Ich sehe hier Spinne. Ich habe eine Spinne gesehen, aber die werden ja hier wohl kaum mit Spinnen zusammenleben, oder? Da hinten ist ein Kleriker. Das ist ein Kleriker. Kalan mit dir. Doch bevor du das Wort an mich richtest, will ich von dir wissen, wie du zu den Outlaws stehst. Sie sind mir egal. Dann hast du deine Wahl also noch nicht getroffen. Sehr gut. Aus diesem Grund lade ich dich ein, mein Mein Gast Gast zu zu sein. sein. Wir Kleriker reichen all jenen die Hand, die ihr Haupt vor Kalan beugen werden. Erinnere dich daran, wenn du deine Entscheidung fällst. Was ist dein Auftrag hier? Auf diesem entlegenen Flecken gibt es jede Menge Rohstoffe, die wir für unsere Schmelzöfen brauchen. Material, das zur Herstellung unserer Kampfmaschinen unerlässlich ist. Warum ausgerechnet hier? Ignadon ist weit weg. Hier können wir zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Zum einen, weil der Vorrat an Altmetall groß ist. Und zum anderen, was wir uns aneignen, fällt nicht in die Hände der Outlaws. Das schmälert die Macht ihres sogenannten Dukes und könnte dazu führen, dass sich seine Männer gegen ihn stellen. Wieso greifen die Outlaws dich nicht an? Weil ich mich der Macht Kalans bediene. Ihr Verstand ist schwach, so war es mir ein leichtes, sie zu suggestieren. Sie Ah. tun, was ich ihnen sage, und meine Befehle sind eindeutig. Das müssen sie auch sein, sonst verstehen ihre kleinen Hirne meine Anweisungen nicht. Und wie lange hält das an? Solange ich es will. In ihren Augen bin ich ihr neuer Herr. Du konntest hier jeden ohne Widerstand suggestieren. Es war nicht ganz einfach. Aber ja, meine Erfolgsrate lag bei annähernd 100%. Hört sich für mich so an, als wäre es nicht so reibungslos gelaufen, wie du es mich glauben lassen willst. Wo gehobelt wird, da fallen Späne. So ist das nun einmal. Einer aus ihrem Haufen war anscheinend nicht ganz so dumm wie der Rest. Er hat die Flucht dem Widerstand vorgezogen. Und du hast ihn entkommen lassen? Es war nicht geplant, falls du darauf anspielst. Wir haben diesen wilden Haufen in der Nacht überrascht. Aber der Kerl muss uns wohl bemerkt haben. Es wäre zu gefährlich gewesen, ihm nachzustellen. In der Dunkelheit lauern zu viele Gefahren.
Außerdem bin ich sicher, dass er mir bald in die Falle läuft. Vor einiger Zeit hat sich jemand an unseren Nahrungsvorräten vergriffen. Es steht außer Frage, dass dieser Feigling der Urheber war. Nein. Dabei hat er von mir nichts zu befürchten. Alles, was ich will, ist mein Eigentum zurück. Dein Eigentum? Ja. Neben der Nahrung hat er mich meiner Waffe beraubt. Diese behelfsmäßige Waffe, die ich mit mir führe, ist ein unwürdiger Ersatz. Sorg einfach dafür, dass ich meine Waffe zurückbekomme. Und ich garantiere ihm freies Geleit, wenn er meinen Weg noch einmal kreuzt. Das Problem mit deiner Waffe kann ich lösen. Wenn du sie mir wiederbringst, werde ich mich erkenntlich zeigen. Du hast mein Wort. Der Duke wird sich dein Verhalten nicht lange bieten lassen. Ich habe ihn auch nicht nach seiner Meinung gefragt. Das ist auch nicht notwendig. Einen Moment. Weißt du etwa mehr, als ich weiß? Dem Müllbaron ist nicht entgangen, dass die Lieferungen ausbleiben. Unmöglich. Dieses Ungeziefer suhlt sich im Dreck und vergnügt sich mit seinesgleichen. Wie kann er da noch den Überblick behalten? Ich habe die Information aus erster Hand. Nun, dann muss ich unsere Strategie überdenken. Unsere Unternehmung muss geheim bleiben. Ein offener Kampf könnte hohe Verluste an Mensch und Material nach sich ziehen. Darum unterbreite ich dir einen Vorschlag, der einen großen Dienst für die Gemeinschaft der Kleriker darstellt. Was soll ich tun? Ich werde dafür sorgen, dass die Outlaws von Zeit zu Zeit beliefert werden. Gerade so viel, um keinen weiteren Verdacht zu erregen. Du aber wirst ihnen weismachen, dass alles wieder wie gehabt abläuft. Kann ich also auf deine Unterstützung zählen? Ja. Ich bin dabei. Gut. Aber geh achtsam voran. Wer weiß, was dir blüht, wenn die Lüge auffliegt. Ist nicht schlimm. Ich gehöre ja sowieso nicht zu den Outlaws. Ich darf das alles hier nicht nehmen. Nö, darf ich nicht nehmen. Darf ich nicht nehmen. Wir dienen Kalan. Ja, sehr schön, ne? Wisst ihr eigentlich, dass da hinten eine Spinne ist? Huch, wer bist du denn? Wir arbeiten hart für den Herrn. Aha. Da oben sitzt eine Spinne. Hat die denn noch keiner gesehen? Ja, ich wollte die Spinne hier hinlocken. Boah, guck mal, zwei Schläge und Kaya ist tot. Okay, hier habe ich jetzt was. Da hinten. Der gute alte Jack. Ich könnte da hinten langlaufen. Ich könnte hier am Strand, genau, ich könnte am Strand entlanglaufen. Das würde ja erstmal reichen. Dir bringe ich Manieren bei. Oh.
Oh, hey, bitte, bitte, geh weg da. So. Ach, das ist ein Bandit, ist das gewesen. Okay, Jack, du bist da hinten irgendwo. Ich kriege dich. Ich lass mich mal raten. Ich glaube, wir können nicht schwimmen, oder? Und Dino? Obwohl ich ja ehrlich gesagt immer noch glaube. So. Weiter geht's. Weiter geht die wilde Fahrt. Tralala, tralala. Okay, Tier. Was ist das denn da? Oh, wow, 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 wow. Was ist das? Oh mein Gott, ist das ein Troll oder sowas? Es kommt hierher. Okay, Leute, ich laufe dran vorbei. Und ihr könnt gucken. Ah, Kaya macht das Vieh platt. Oh. Der hat selber gerade Probleme. Es hat das mit dem Gucken nicht so geklappt, ne? Aber naja, gut, ihr konntet es ja vom Weiten sehen. Spinne. Daneben. Ah, schlagen ist ein bisschen dumm. Und das sind Banditen? Sieht so aus, ne? Na gut, ich will ja auch nichts von denen. Sollen sie da bleiben? Ich bin ja auf ein richtig schönes Fleckchen gekommen, ne? Hier ist noch eine verlassene Hütte. Die Viecher bekriegen sich gerade wieder selbst. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich war hier schon mal. Ja. Oben soll er sein. Kommen wir überhaupt noch ganz oben? Ist das nicht die Feuertreppe, die ich mal... Nein, das ist sie nicht, oder? Oder? Boah, da komme ich nicht hin.
Also so komme ich da nicht hoch. Ich komme von hier aus. Besser, wir beeilen uns und verschwinden hier schnell wieder. Wieso? Hast du irgendwas gesehen, was ich nicht gesehen habe? Okay. Boah. Aber was sie hier doof gemacht haben, ist, dass das leer geht. Bei Mass Effect hattest du nicht das Problem, dass das leer gegangen ist. Ich gehe hier so hoch. Huch, was liegt denn da? Irgendein Vieh hat uns gesehen. Scheint mir vollkommen fertig zu sein, dass ich hier bin. Ich wünschte, wir hätten einfach mehr Zeit. Warum? Ui, Höhenangst. Siehst du das? Der Turm könnte glatt aus einem Gemälde entsprungen sein. Aber der Krieg hat jeden Sinn für Kunst verloren gehen lassen. Ach, sie ist immer so eine gute Unterhaltung unterwegs, ne? Die anderen reden nicht so viel wie sie. Und wieder ein Idiot, der uns ins Netz gegangen ist. Viel ist nicht an dir dran, aber es reicht für die Nachspeise. Was läuft hier? Wir hacken dich in mundgerechte Stücke. Das läuft hier. Dich mach ich lang! Was? Warum? Hallo? Den Kampf schlagen wir gemeinsam. Hallo, oh mein Gott. Oh, Saya, sag ich jetzt schon. Nein, da. Ja, dann mach doch mal. Ich muss sie zu dem Vieh da locken. Den schnapp ich mir. Du hast schon wieder einen Hänger, Mensch. Kann nicht mal einer jetzt die Dingens runterfallen? Verbrecher dulden wir hier nicht. Nein! Scheiße. Das ist... Was hat die für ein Problem, die Frau? Die hat so übeln Hänger, ne? Ey, das ist unglaublich. Das ist gar nicht Jack. Das ist nicht Jack.
Da, das ist nicht Jack. Da hinten ist nicht Jack. Der ist da hinten irgendwo. Ich wünschte, wir hätten einfach mehr Zeit. Wie komme ich da hin? Siehst du das? Der Turm könnte glatt aus einem Gemälde entsprungen sein. Aber der Krieg hat jeden Sinn für Kunst verloren gehen lassen. Ach, sie sagt das so schön. Ich laufe jetzt hier außen rum.